Wissen Sie, warum Ihre Frau Sie verlassen wollte? Offen gestanden, nein. Meine Frau hat alles, was man sich nur wünschen kann. Weil in unserer Ehe keine Liebe mehr ist. Was, wie bitte? Keine Liebe, Vera? Wer war denn immer für dich da? Entschuldigung, was wollten Sie eben sagen? Nichts. Das gehört nicht hierher. Hier gehört alles her, was zwischen Ihnen beiden eine Rolle spielt. Das spielt aber keine Rolle. Oder? Wie siehst du das, Vera? Nein, gehört nicht her. Entscheidend ist, ich habe alles mitgetragen. Ich habe deine ganzen Krisen mitgemacht. Aber jetzt, wo du Kinder mehr hast, da willst du gehen, sauber. Frau Kupfer, das klingt so, als ob Ihr Mann verlässlich hinter Ihnen steht. Ist das so? Ja. Na, siehst du. Aber er ist kalt, verachtend und er schlägt mich. Ich schlage dich? Also wir wollen doch bei der Wahrheit bleiben, Vera, ja? Was ist denn die Wahrheit, Herr Kupfer? Die Wahrheit? Wahrheit, Wahrheit. Was heißt denn das schon? Ja. Wollen Sie mir wirklich erzählen, dass Sie nicht wissen, warum Ihre Frau Sie verlassen will? Kupfer? Wir haben noch gar keinen Termin. Ich muss Sie sprechen. Leider keine Zeit. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie meine Ehe stabilisieren und meine Frau in ihrem Irrsinn bestärken. In der Paartherapie, da geht es erstmal darum, dass Sie beide sich darüber klar werden, wo Sie eigentlich stehen. Und zwar jeder für sich. Und dann erst als Paar. Sie zum Beispiel, Sie haben so viel Wut in sich. Hat das wirklich alles mit Ihrer Frau zu tun? Was soll denn die Frage? Wovor haben Sie so eine unglaubliche Angst? Ich habe keine Angst. Aber meine Frau geht ohne mich vor die Hunde und das lasse ich nicht zu. Sie werden sich der Tatsache stellen müssen, dass Sie nicht alles in Ihrem Leben kontrollieren können. Versuchen Sie ja nicht, Vera, von mir wegzutreiben. Ich hab... Herr Kupfer, ich verstehe Ihre Angst. Aber es ist sicherlich nicht hilfreich, wenn Sie mich unter Druck setzen. Wenn Sie Ihre Frau nicht verlieren wollen, werden Sie fundamental etwas ändern müssen. Und zwar nicht an ihr, sondern an sich selbst. Arbeiten Sie eigentlich gerne hier? Ja, aber was... Ja. Sie haben vor 8 Jahren einen Ausreiseantrag gestellt. Woher wissen Sie das? Komm viel rum. Das wäre also rein persönliche Gründe und das ist ja dann auch abgelehnt worden. Ja, normalerweise hätte man Sie hier sofort entlassen müssen. Aber Sie wurden geschützt, weil Sie mit dem richtigen Mann ins Bett gegangen sind. Das ist keine schöne Geschichte. Wollen wir die wirklich nochmal aufwärmen mit allen Konsequenzen? Du bist so eine gute Mutter, Vera. Ja, so eine gemeinsame Aufgabe ist sicher eine Möglichkeit, Ihre Partnerschaft wieder zu festigen. Ja. Ich glaube nicht, dass ein zweites Kind momentan das Richtige für uns ist. Aber das war doch immer dein größter Wunsch, Vera. Ich will, dass wir wieder eine Familie sind. Also Ihr Mann geht hier gerade einen Riesenschritt auf Sie zu, Frau Kupfer. Ich habe das Gefühl, dass er sich Ihnen emotional sehr öffnet. Ich bin wirklich beeindruckt und ja, ganz positiv überrascht. Ich habe mir immer ein zweites Kind gewünscht. Aber eine Ehe ist keine Einbahnstraße. Ja? Auch Sie müssen bereit sein, sich zu bewegen, über Ihren Schatten zu springen. Oder ganz klar die Verantwortung übernehmen, wenn Sie Ihrer Ehe ein Ende setzen wollen.